Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, als ich diesen Film damals im Kino sah, konnte ich es kaum fassen, wie gut man den Zeichentrickfilm um die 101 Dalmatiner, die von der pelzsüchtigen Krüllerdevil entführt werden, umgesetzt hat. Aber nicht nur die echten Hunde haben es mir angetan, sondern vor allem die Leistung von Glenn Close, die eine Krüller spielt, wie sie im Zeichentrick nicht besser dargestellt wurde. Diese Rolle war für die Schauspielerin wie auf den Leib geschrieben und man hat den Eindruck, dass sie selbst das genauso gesehen hat, denn sie spielt mit einer solchen Leidenschaft und Überzeugung, dass ihr eigener Spaß beim Drehen sich auf das Publikum überträgt. Ich kann diesen Film nur jedem empfehlen, der mal wieder ordentlich schmunzeln will und dabei auch seine Kinder zusehen lassen möchte, denn die Freigabe ist ab 6 Jahren, und diese Einschätzung ist absolut richtig. Natürlich will ich auch bemerken, dass es sicherlich nicht leicht ist, mit echten Tieren solche Filme zu drehen, wobei ich heute natürlich nie sicher bin, was möglicherweise mit guter Technik gedreht wurde, um einen echten Eindruck zu hinterlassen, aber darauf kommt es bei diesem Film auch nicht an. Bongo und Perdi sind zwei süße Dalmatiner und legen eine gute schauspielerische Leistung hin. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.